Online-Fan-Talk nach dem letzten Saisonheimspiel zwischen Braunschweig und Bamberg, welches wir gewonnen haben tatsächlich mit 85-75. Das war nochmal richtig schön zum Abschluss der Heimspiele. Ja, es ging am Ende noch, Nils, herzlich willkommen, um den direkten Vergleich. Den haben wir nicht geholt, aber unterm Strich kann man auch echt ein positives Fazit unter heute und die letzten Wochen ziehen, oder? Ja, absolut. Ich glaube, das hat mich dann auch gefreut. Ich hatte mich erst gewundert, warum Bamberg nicht mehr versucht, irgendwie Pressure zu machen in der letzten Minute, sondern tatsächlich auf den direkten Vergleich gespielt haben. Klar, denen war es jetzt egal, die sind damit sicher Achter. Zeigt aber auch, also dass wir in den letzten Wochen da wirklich Gas gegeben haben. Von daher bin ich da sehr, sehr zufrieden. Genau, Bamberg hat damit gewissermaßen schon echt Respekt gezeigt gegen uns, ne, dass sie am Ende dann wirklich aufgepasst haben, dass sie den direkten Vergleich holen. Also wir hätten theoretisch noch eine Chance auf die Playoffs gehabt, wenn wir den direkten Vergleich mit mindestens 15 Punkten heute gewonnen hätten. Dann hätte aber auch Bamberg alles am Ende verlieren müssen und wir die restlichen beiden Spiele gewinnen. Darum ging es heute noch und deswegen ging es taktisch so ein bisschen darum am Ende. Wir haben gerade schon über ein paar Spieler heute gesprochen bei uns. Wenn man mal auf die Stats guckt, Gavin Schilling 15 Punkte, 19 Rebounds. Martin Peterka kommt immer besser in Form. Man hat so das Gefühl, Nils, jetzt gegen Ende der Saison, das Team findet sich und seine Stärken immer besser. Ja, ich denke, eine absolut richtige Beobachtung. Jetzt hast du zwei rausgenommen, aber ich denke, heute auch war wieder die Mannschaftsleistung entscheidend. Man sieht, zumindest ist mein Eindruck, dass die Jungs zusammenspielen wollen, dass die Spaß haben, den Ball laufen zu lassen, auch jetzt wissen, was sie machen müssen, damit einzelne Spieler dann auch einen bestimmten Wurf bekommen. Und das macht dann einfach Spaß, von außen zuzugucken, wie der Ball dann gepasst wird in die Ecke. Dann finden wir den freien Werfer oder auch zum Ende so ein Crosscourt-Pass. War der Dreier zwar nicht drin, aber ich glaube, da haben wir uns spielerisch wirklich jetzt in den letzten Wochen und Monaten vernünftig entwickelt. Ja, du hast recht, man kann immer nur zweimal rauspicken von den Stats her, aber wir können auch genauso gut weitergehen. Anders wird jetzt kein neuen Assists. Bei Garazeb sieht man es immer nicht so an den Stats, spielt aber eine super starke Defense auch heute wieder und so betrifft das irgendwie jeden wirklich, der sich super eingereiht hat heute. Also starke Teamleistung, kann ich nur zustimmen, wirklich toll. Ja, jetzt noch zwei Auswärtsspiele und dann ist die Saison schon durch. Sieht so aus, als hätten wir gute Chancen, sie auf dem 9. Platz zu beenden, was ja wirklich, wirklich gut ist für uns. Wie siehst du das so am Ende der Saison jetzt? Ja, genau. Also es sind noch zwei Spiele, die wir selbstverständlich mit der notwendigen Ernsthaftigkeit auch angehen werden. Für uns ist jedes Spiel ein besonderes Spiel. Es sind mindestens 40 Minuten, in denen wir uns präsentieren können, wo wir Spielzeit vergeben können für unsere Spieler, wo wir uns weiterentwickeln. Und das sind nochmal zweimal die Möglichkeit, die uns jetzt da gegeben ist, bevor dann doch eine längere Pause eintritt. Und ich denke, das weiß die Mannschaft und wird da auch entsprechend auftreten und agieren. Innerhalb der nächsten Woche noch die beiden Auswärtsspiele und wie sieht die Woche darauf aus? Da werden die Spieler nach und nach aufbrechen. Ich denke mal, steht noch mit jedem Spieler irgendwie Gespräche an über die Zukunft, zumindest mit denen, die noch keine Verträge haben? Ja, völlig unabhängig, ob Vertrag oder nicht. Also das ist etwas, was wir hier etablieren, dass wir mit jedem Spieler natürlich die Saison reflektieren werden, unseren Eindruck natürlich mitteilen, aber für uns natürlich fast noch wichtiger, auch den Eindruck der Spieler auf die Organisation, auf Abläufe, dass wir da einfach möglichst viel draus erfahren, um es dann in der kommenden Saison natürlich auch besser zu machen. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Woche, die da noch für uns ansteht in den Einzelgesprächen, die da geführt werden. Ja. Ja, wir haben für diese Saison das Format dieser digitalen Fan-Talks gewählt. Hoffen natürlich, dass es euch zu Hause ein bisschen gefallen hat, dass wir euch ein bisschen was näher haben bringen können. Ihr habt noch ein bisschen was geplant, glaube ich, was online stattfinden soll nach der Saison. Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Genau, also das werden wir dann zum gegebenen Zeitpunkt kommunizieren über die sozialen Kanäle, vielleicht auch an der Stelle, wenn es jetzt, das ist jetzt der tatsächlich letzte digitale Fan-Talk und ich glaube und hoffe, da spreche ich für alle, nicht nur für diese Saison, sondern dann hoffentlich auch für die nächste. Da können wir uns natürlich überlegen, ob wir unseren Fan-Talk aus der Halle vielleicht auch streamen werden, dass wir dieses digitale Angebot weiter irgendwo aufrechterhalten, aber natürlich auch dann in der Hoffnung, wieder euch Fans in der Halle begrüßen zu dürfen. Von daher vielen, vielen Dank auch an diejenigen, die sich das hier angeguckt haben, die Interesse an uns gezeigt haben. Das bedeutet uns wirklich viel, denn wir vermissen die Fans extrem in der Halle. Ich glaube, die Saison war hoffentlich nur ein Platzhalter für diese Form der Spiele und dass wir dann in der kommenden Saison mit den entsprechenden Maßnahmen und mit der auch dann gebotenen Sicherheit wieder vor einem möglichst vollen Haus spielen können.
Genau, ihr könnt uns immer ein Feedback geben online in den sozialen Medien, ob ihr trotzdem noch im digitalen, in der digitalen Übertragung interessiert wärt, auch wenn es wieder ein Live-Fan-Talk in der Halle gibt, wäre sicherlich interessant. Ansonsten, ja, Nils, erstmal schönen Dank, ein schönes Ende heute der Heimspieler auf jeden Fall. Noch alles Gute für die beiden Auswärtstouren, bleibt verletzungsfrei, unfallfrei und so weiter und ja, kommt halt zurück und ja, wir sehen uns dann nochmal in dem eben angesprochenen Event, was noch stattfinden wird und dann gehen wir jetzt über zu den beiden Spielern. Genau. Danke dir, Nils. Ich habe zu danken. Denn der noch verletzte Captain kommt, einer der beiden Captains, Lukas Meissner und Martin Peterka, der heute einen neuen Spitznamen erhalten hat, auf den wir ihn gleich ansprechen werden. Have a seat. Hey. Hey. Moin. So, da sind die beiden auch schon, Martin Peterka und Lukas Meissner. Lukas, Mensch, wie war das heute von außen? Tolles Spiel, finde ich zumindest. Wie hast du heute von außen das Spiel erlebt? Ich glaube, die Jungs haben gut gekämpft. Es war eine sehr, sehr, sehr gute Teamleistung. Ein paar individuelle Performances, die sehr, sehr gut waren. Von Martin und von Gavin, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und ja, die Jungs können sehr stolz auf sich sein, dass sie jetzt nochmal so ein Qualitätsteam auf jeden Fall geschlagen haben. Das ist natürlich ein bisschen frustrierend jetzt gerade in der Konstellation, aber ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit den Jungs. Man sieht, dass ihr auf jeden Fall noch daran geglaubt habt, dass ihr das noch schaffen könnt mit den Playoffs, weil ihr auch ein bisschen geknickt seid jetzt nach dem Spiel tatsächlich. Es haben dann, glaube ich, 4, 5 Punkte gefehlt am Ende zum direkten Vergleich. Das ehrt euch auf jeden Fall. Also das heißt also, ihr habt wirklich voll darauf gesetzt, dass ihr diesen Vergleich noch gewinnen könnt und auf jeden Fall auch noch die Chance habt. Ja, alles andere wäre ja irgendwie ein bisschen schwache Einstellung, muss man sagen. Also man geht da natürlich mit einer Wettbewerbseinstellung rein und ich denke, die Jungs haben da heute alles für gegeben. Ja, das hat man gesehen. Tolles Spiel. Congrats on a great game, Martin, too. Did you realize you got a new nickname during the game? I didn't realize. I was told you were called Czech Thunder. So Czech Thunder. Yes, Czech Thunder, ja, tschechischer Donner, wenn wir es mal übersetzen wollen. Das ist mir heute so gesagt worden, deswegen habe ich es heute auch mal verwendet. Martin, your personal situation, you got better and better. You got better in rhythm the last weeks and months. Yeah. So can we say right now at this day you are in the best shape here? Like for sure this season, like I feel like I'm in the best shape right now. I feel like I'm playing what I wanted before the season. And I mean we are playing good as a team and I just had like open shots and I'm making them and I'm really happy that finally I found my rhythm and I can help the team. Yeah, that's great. Gibt's Fragen denn von zu Hause? Gibt's bislang nicht. Okay. Lukas, noch 2 Auswärtsspiele. Wie sieht's bei dir aus? Begleitest du das Team gerade regelmäßig oder bist du noch meistens irgendwie in der Reha oder in Braunschweig oder wo machst du die? Ja, ich bin größtenteils in Hamburg. Ich fahre immer eigentlich nur für die Spiele hin. Ich glaube, ich werde es nach Bonn nicht schaffen können, aber weil es unter der Woche ist und ich dann immer gut eingespannt bin. Aber ich werde nach Gießen mit den Jungs fahren. Mhm. Dahin auf jeden Fall und das letzte Spiel dann nochmal schauen. Genau. Okay. Ja, Lukas, an dich nochmal die Frage, wie beurteilst du die Entwicklung in der Mannschaft über die ganze Saison? Ja, es ist schön, so eine Entwicklung mitzusehen. Ich glaube, das Team wächst zusammen und dann natürlich schade, dass die Saison jetzt irgendwie dem Ende zugeht. Es sind 2 Spiele jetzt noch und man hat das Gefühl, eigentlich hat das Team gerade so einen richtigen Spaß am Spiel gefunden. Ja. Das ist halt sehr, sehr schön zu sehen, aber auch dann natürlich ein bisschen bittersüß, wenn man dann weiß, in der Woche ist das alles dann. Ja, ja. Martin, it's going fast now, just 1 week and the season is over. Like Lucas said, we have the feeling that right now the team has fun playing together, everything is perfect, right? Yeah, like really now we're playing I think our best basketball this season, so like we need to have season like one month more. Yeah. And we can play some more games and have more fun, but we have 2 more games till the end of the season, so we need to focus on them and win them, and after that we can like go happily after the season. Also Martin hat nochmal bestätigt, es macht gerade einen Riesenspaß für alle im Team zusammenzuspielen, weil sie sich so richtig gefunden haben und am besten wäre es, wenn man einfach weiterspielen könnte. Aber es sind eben nur noch die beiden Spiele, die sie aber natürlich, hat auch Luca schon gesagt, natürlich mit dem nötigen Ernst angehen werden. Fragen gibt's? Ja, 2. Die eine ist, wie ist der aktuelle Stand bei Lukas Schulter und der andere, ob es eine Chance gibt, dass wir Martin nächste Saison noch sehen. Ja. Okay, Lukas, wie sieht's aus? Wie lange brauchst du noch?
kann da im Moment nichts zu sagen. Es ist im Moment schwierig, da irgendwie eine Prognose zu machen. Ich versuche weiter zu arbeiten und Woche für Woche zu gucken, wie lang es läuft. Also da kann ich irgendwie kein genaues Datum sagen. Alles klar. Martin, the question from the fans is there a chance we see you again next season? I think for sure there is a chance, but like I will see after the season. Now I want to focus on the rest of the season, and after that I will just deal with the, if I have offer here for next season, I will deal with it. But so far I want to focus for the end of the season. Okay, also es gibt auf jeden Fall eine Chance, dass er bleibt. Er wird sich erstmal auf die letzten beiden Spiele konzentrieren, und wenn er ein Angebot bekommt, dann wird er sich natürlich damit beschäftigen. Das ist seine Antwort. Weitere Fragen gibt es nicht? Okay, wir werden uns nochmal in der Abschlussaktion sehen online, und das wird in der nächsten, übernächsten Woche stattfinden. Erstmal alles Gute noch für die letzten Spiele. All the best for the last two games. Thank you for being here at the Fan Talk. Macht's gut. Und danke nach Hause. Danke für das Zuschauen beim digitalen Fan Talk in dieser Saison, und wir sehen uns nochmal wieder auf jeden Fall. Bis dann. Ciao. Danke.